Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich nehme immer Einladungen nach Linz gerne an. Ich habe 24 Jahre in dieser wunderbaren Stadt gelebt und gearbeitet und bin ihr nach wie vor eigentlich sehr inniglich und auch sehr emotional verbunden. Gut, der Titel meines Referates, die eine auf die Spitze getriebene Frauenemanzipation. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, es handelt sich um ein Zitat, und zwar um ein Zitat aus der Gründungserklärung des Bundes für Männerrechte, der 1926 in Wien gegründet worden ist. Ja, Sie sehen die sogenannte politisch-rechtliche Gleichstellung von Frauen, die ja die Gründung der Republik Deutsch-Österreich, wie es damals noch geheißen hat, am 12. November 1918 ganz klar markiert, ausgedrückt in der Einführung des Frauenwahlrechts und vor allem auch in der Abschaffung des Paragraphen 30 aus dem österreichischen Vereinsrecht, ein Paragraph, der Frauen explizit das Organisieren in politischen Vereinen, heißt auch in politischen Parteien, bis 1918 verboten hat. Also diese Transformation in der gesellschaftlichen Organisierung, in der gesellschaftlichen Strukturierung hat massive Irritationen hervorgebracht. Diese Gründung des Bundes der Männerrechtler erfolgte aufgrund des Geschlechts, des männlichen Geschlechts. Anlass war das Gesetz zum Schutz des Unterhaltsanspruches nach der Antragstellerin, der christlich-sozialen Nationalratsabgeordneten Olga Rudel-Zeinig, auch Lex Rudel-Zeinig genannt. Bei diesem Gesetz ist es darum gegangen, dass auch für uneheliche Kinder Alimente zu zahlen gewesen sind, aber eben auch Alimente für geschiedene Ehefrauen. Ich komme dann später noch einmal darauf zurück. Diese Rhetorik von der auf die Spitze getriebene Frauenemanzipation war eine Reaktion auf die gleichzeitig vorherrschende Rhetorik von der sogenannten neuen Frau, von der modernen Frau, die ein Kennzeichen für diese neue moderne Zeit der 1920er Jahre sein sollte. Den Startschuss zu dieser ganzen Entwicklung gaben die Revolutionen in Russland des Jahres 1917. Mit Finnland und mit Norwegen war die junge Sowjetrepublik das erste Land der Welt, das das universelle Frauenwahlrecht, eben auch ein Wahlrecht mit inklusive der Frauen, eingeführt hat. Weitere Gesetze folgten in dieser jungen Sowjetrepublik, wie das Familienrecht, ein partnerschaftliches Familienrecht. Die Zivilehe wurde eingeführt, die Scheidung, die Entkriminalisierung der Abtreibung oder auch die Einführung eines gleichberechtigten Staatsbürger-Staatsbürgerinnen-Konzeption. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Mutterschafts- und Säuglingsschutz etc. etc. Jetzt ist wichtig, während die russische Revolution, aber auch die Transformation der Gesellschaft in Deutschland wie in Österreich wurde mit dem Begriff, mit dem Terminus der Revolution gefasst. Anscheinend war es nur möglich, in dieser radikalen Bezeichnung diese massiven Veränderungen adäquat fassen zu können. Und hier in dieser Transformation standen die veränderten Positionierungen von Frauen im Mittelpunkt. Die Rede von der sogenannten neuen Frau, der modernen Frau, hat auch eine ganz eminent politische Facette gehabt. Der Erste Weltkrieg hatte unendliches Leid übers Land gebracht und für etliche Zeitgenossen und Zeitgenossinnen schien es nun evident. Ich zitiere: Der Mann hat der Frau gar keine Welt mehr anzubieten. Alle seine Werte und alle seine Ordnungen sind zerfallen in diesem Weltkrieg, hat die deutsche Philosophin Margarete Sussmann Anfang der 1920er Jahre geschrieben. Diese Haltung, dass der Krieg und seine schrecklichen Folgen auch eine, oder nicht auch, sondern vorwiegend eine Folge von männlicher Herrschaft sei, hat aber auch die Populärkultur der 1920er Jahre geprägt. Raus mit den Männern aus dem Reichstag!
raus mit den Männern aus dem Landtag, raus mit den Männern aus dem Herrenhaus, wir machen draus ein Frauenhaus. Sang in Berlin der 1920er Jahre, und wenn ich singen könnte, hätte ich jetzt gesungen, aber ich kann das nicht. Also in den 1920er Jahren hat die damals berühmte Berliner Soubrette Charlotte Waldhof diesen Song auf Platte aufgenommen, komponiert von Friedrich Holländer. Wenn wer Interesse hat, auf YouTube sind verschiedenste Aufnahmen aus den 1920er Jahren, aber auch auf nachgesungene Varianten zu finden. Das ist irgendwie sehr lustig, sich die anzuschauen. Wichtig für uns ist jetzt diese kruden Dichotomisierungen. Das heißt, auf der einen Seite die Männer, auf der anderen Seite die Frauen, diese krude Dichotomisierung in zwei Geschlechtern, das ist etwas, das die bürgerliche Geschlechterordnung charakterisiert, die sich seit Ende des 18. Jahrhunderts herausgebildet hat. Die Basis für diese krude Dichotomisierung, also holzschnittartige, waren die körperlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, und mit diesen körperlichen Unterschieden sind quasi nun verschiedene Charaktereigenschaften, verschiedene Wesensheiten von den Männern und den Frauen eingeführt worden. Sie kennen das alle. Männer sind rational, Frauen sind emotional. Heutzutage sagt man, Frauen können nicht einparken und Männer finden die Butter im Kühlschrank nicht. Konkret mit diesen Zuschreibungen, das ist männlich, das ist weiblich, waren aber nicht nur irgendwelche Benimmregeln verbunden, sondern diese Zuschreibungen sind Basis für ganz handfeste Gesetze gewesen. Gesetze, die wichtig waren dafür, wie Gesellschaft funktioniert und wo eben die Positionierungen von Frauen und von Männern waren. Im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, die Kollegin Fischer hat es bereits angesprochen in ihrer Einmoderation, im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch von 1811 war der Mann in § 91 als das Haupt der Familie festgeschrieben. Des Weiteren gab es keine institutionalisierte höhere Mädchenbildung oder die Universitäten sind erst Ende des 19. Jahrhunderts auch für Frauen geöffnet worden. Die sogenannte Einführung des allgemeinen Wahlrechts im Jahre 1907 hat nur Männer gemeint, ebenso wie die Einführung der sogenannten allgemeinen Wehrpflicht 1867. Auch hier meinte das Wort allgemein ausschließlich das männliche Geschlecht. Das soll jetzt nun keine Rede für Frauen in das Heer oder in das Bundesheer sein, sondern sie nur darauf hinweisen, wie diese Begrifflichkeit von allgemein für eine Geschlechtergruppe gegolten hat. Dieser Eintritt von Frauen in diese lange Zeit ausschließlich für Männer vorgesehenen Bereiche hat als der Seismograf für Veränderung und eben für Revolution gegolten. Im Folgenden werde ich mich nun auf drei Fenster konzentrieren, die uns Blicke auf und in die Geschlechterverhältnisse in den 1920er Jahren, Anfang der 1930er Jahren bis zur Errichtung des sogenannten christlichen autoritären Ständestaats 1933-34 eröffnen. Ich beginne mit den geschlechtsspezifischen Anmerkungen zur österreichischen Revolution. Diese Dreiteilung sehen Sie es auch hier auf der Folie hinter mir. Die Begrifflichkeit der österreichischen Revolution fasst die Transformation von der Habsburger Monarchie, also von der Gesellschaftsform Monarchie zur Republik. Wie schon gesagt, revolutionär waren unter anderem die Einführung des Frauenstimmrechts und die Abschaffung dieses Paragraphen 30 im Vereinsrecht. Aufgrund der gesetzlichen Situation haben sich bereits in der Monarchie Frauenvereine entlang der Geschlechterlinie gebildet, aber Frauenvereine, die von sich aus gesagt haben, wir sind keine politischen Vereine, sondern wir sind Bildungsvereine, wir sind Kulturvereine, wir sind religiöse Vereine etc. Auch wenn sie das realiter nicht waren, und das ist ganz wichtig. Und sie mussten sich also nun nach dieser Zäsur, nun plötzlich waren Frauen auch politische Subjekte, politische Akteurinnen, mussten sie sich neu orientieren.
Die Auseinandersetzungen dieser verschiedenen Richtungen der Frauenbewegung über die Frage ihrer Positionierung nun in der demokratischen, in der parlamentarischen Demokratie hat aber von Beginn an nun unter den Schirmen von verschiedenen politischen Parteien stattgefunden. Auch die Frauenvereinigungen, die weltanschaulich in der Monarchie nicht mit einer der politischen Parteien irgendwie verbunden waren, wie zum Beispiel der Allgemeine Österreichische Frauenverein oder auch die Massenorganisation, der Reichsorganisation der Hausfrauen Österreichs, haben bei den ersten bundesweiten Wahlen 1919 auf kleinen demokratisch-liberalen Listen in Wien kandidiert, aber sie sind nicht in das Parlament gekommen. Wie haben die Sozialdemokratinnen reagiert? Sie haben 1919 ihren Frauenverein aufgelöst und sind in die Männerpartei Sozialdemokratische Arbeiterpartei, wie sie damals geheißen hat, eingetreten. Nicht lange danach haben sie bereits das Aufgeben der Selbstständigkeit, vor allem auch der finanziellen Selbstständigkeit, bereits bereut, haben doch viele Genossen geglaubt, mit der rechtlichen Gleichstellung ist die sogenannte Frauenfrage nun erledigt. Wozu braucht man eigentlich noch eine eigene Frauenzeitung? Besonders interessant jedoch hat es sich mit den katholischen Frauen verhalten. Die erste als christlich-soziale bezeichnete Frauenversammlung fand am 24. November 1918 in Wien statt. Sie wissen, christlich-sozial ist quasi die Vorgängerorganisation der heutigen ÖVP. In Folge haben diese Katholikinnen den Verein Frauenrecht gegründet und haben auch eine ganz explizit politische Frauenzeitung, Frauenvolk hieß sie, gegründet. Am Parteitag 1920 marschierten Hildegard Burjan, damals die einzige christlich-soziale Nationalratsabgeordnete, und die Oberösterreicherin Fanny von Starnberg am Parteitag auf und haben dort die Erklärung des politischen Verbandes der christlich-sozialen Frauen präsentiert. Genau mit diesem Verband wollten sie zu einem Teil, einem politischen Teil der christlich-sozialen Partei werden und anerkannt werden. Allerdings hat der Parteitag dieses Vorhaben nicht gutiert und die Gründung einer politischen christlich-sozialen Frauenorganisation abgelehnt. Die christlich-sozialen Männer und vor allem die Vertreter der katholischen Kirche in ihr, und damals hatten ja viele Pfarrer, Prälaten etc. politische Ämter, vor allem die Vertreter der katholischen Kirche in der christlich-sozialen Partei wollten keine politische Frauenorganisation, und deswegen hat diese äußerst heterogene, unpolitisch kategorisierte katholische Reichsfrauenorganisation weiter bestanden. Und doch, und das finde ich irgendwie gerade dieses Spannende und auch dieses oft Widersprüchliche in der historischen Tiefenschau, könnte man sagen, gerade diese Selbstermächtigung der katholischen Frauen, sie haben ganz selbstbestimmt gehandelt, ohne Absprache mit den wichtigen Männern der Partei. Das ist ein Teil dieser österreichischen Revolutionsdynamik. Sie haben als sogenannte neue Frauen agiert, als moderne Frauen, auch wenn sie sich selber total gegen so eine Bezeichnung gewehrt hätten. Das zeigt mir eine der Ambivalenzen in diesen Geschlechterverhältnissen, dass gleichzeitig mit dieser Selbstermächtigung als politische Subjekte ernst genommen zu werden, haben die katholischen Frauen gekämpft gegen Reformvorhaben. Sie haben gegen ein neues Familienrecht gekämpft, das den Mann als Haupt der Familie abgeschafft hätte. Sie standen für Sittlichkeit, sie waren gegen die modernen Tänze, sie waren gegen Jazz und sie waren gegen Aufklärungsfilme. Wie Sie vielleicht alle wissen, Frauen haben in der gesamten Ersten Republik, und das gilt auch noch für heute, die Mehrheit der Wahlberechtigten ausgemacht. Und ab den Wahlen 1920 gab es in der Ersten Republik verschiedenfärbige Wahlkuverts. Hellgraue für Männer und blaugraue für Frauen, also nicht rosa und hellblau. Ne? Also hellgraue für Männer und blaugraue für Frauen.
Deswegen haben wir eine wunderbare Quellenbasis für die geschlechtsspezifische Analyse von Wahlbeteiligung und Wahlverhalten. Nach den ersten bundesweiten Wahlen 1919 zogen 9 Sozialdemokratinnen, eine christlichsoziale, in die sogenannte konstituierende Nationalversammlung ein. Kurz vor dem Ende dieser Legislaturperiode ist noch eine großdeutsche Deutschnationale nachgerückt, das heißt kurz vor der Nationalratswahl 1920 befanden sich 11 Frauen im Parlament von insgesamt 170. Bei diesen Wahlen von 1920 waren es 12 Frauen, das bei einer geringeren Anzahl von Mandaten insgesamt. Also die Gesamtzahl ist von 170 auf 165 verringert worden. Jetzt stehen wir da mit diesen Zahlen 11 und 12. Mag ganz wenig erscheinen. Sie müssen sich aber vorstellen, dass diese Zahl von 12 weiblichen Abgeordneten im Nationalrat der Ersten Republik erst 1974 mit 14 weiblichen Abgeordneten wieder übertroffen worden sind. So relativiert sich das wenig oder das nur 12 Frauen. Insgesamt bekleideten in der Ersten Republik 19 Frauen ein Nationalratsmandat. Die große Mehrheit dieser weiblichen Abgeordneten kam von der Sozialdemokratie, nämlich 12. Und dabei ist zu sagen, dass 6 von diesen 12 während der ganzen demokratischen Periode, also von 1919 bis 1933, im Nationalrat gesessen sind. 4 Frauen dieser 19 kamen von der Christlichsozialen Partei, und 3 Frauen kamen von den deutschnationalen Großdeutschen. 1919 bei den ersten Wahlen waren alle Frauen und alle Männer wahlberechtigt, die über 20 waren, und kandidieren konnte man, wenn man über 29 war. Die Sozialdemokratie wurde gefolgt von der Christlichsozialen Partei und den deutschnationalen Großdeutschen, stimmenstärkste Partei. Aber wie war nun das Wahlverhalten? Dass die Mehrheit der Wahlberechtigten weiblich war, nämlich 52%, haben wir schon gehört. Und die Wahlbeteiligung war immens hoch. Also nicht nur bei dieser ersten Wahl, sondern sie stieg bis zur letzten demokratischen bundesweiten Wahl im Jahre 1930. 1930 waren es 89% der wahlberechtigten Frauen und 92% der wahlberechtigten Männer, die wählen gegangen sind. Das sind Zahlenverhältnisse, von denen wir heute nur träumen können. Und die verschiedenen farbigen Wahlkuverts. Sie können sich erinnern, nicht himmelblau und rosarot, sondern hellgrau und blaugrau. Diese verschiedenen farbigen Wahlkuverts, nicht Zettel, Entschuldigung, haben gezeigt, dass es einen ziemlich großen Gender Gap gegeben hat. 1000 Männer, die die Christlichsozialen gewählt haben, denen standen 1315 Frauen gegenüber. Also ein Drittel mehr Frauen hat Christlichsozial gewählt als Männer. Bei der Sozialdemokratie hingegen standen 1000 Männer nur 888 Frauen gegenüber. Noch größer war dieser Gender Gap, wie es heutzutage genannt wird, nur bei der Kommunistischen Partei. 1000 Männerstimmen standen 571 Frauenstimmen gegenüber. Am ausgeglichensten war es bei den Deutschnationalen. 1000 Männerstimmen, 945 Frauenstimmen. Diese Tendenz im Stimmverhalten blieb während der ganzen Ersten Republik gleich, auch wenn man sagen muss, dass die Frauenstimmen bei den bei der Sozialdemokratie, um es klar zu sagen, aufgeholt haben. Trotzdem, auf den Parteitagen wurde den Sozialdemokratinnen regelmäßig vom Parteistatistiker vorgerechnet, wie das Stimmverhalten von Frauen den Griff zur absoluten Mehrheit verhindern würden. 1923, wenn nur die Männerstimmen gezählt hätten in Wien, hätten sie 3 Mandate mehr bekommen. 1930 wäre es zumindest nur mehr ein Mandat gewesen. Was ist nun daraus zu folgern?
Mit der Republikgründung war zwar die Gleichheit der Bürger festgeschrieben worden, aber nur scheinbar ist das Ziel der für die politische Gleichberechtigung kämpfenden Frauenbewegung erfüllt worden. Denn das Ziel damals wie heute von Feministinnen und Feministen ist ja, dass die Machtverhältnisse, die an den Geschlechterdifferenzen festgemacht werden, also an dem, was männlich und weiblich ist, wirkungslos gemacht werden sollten. Das heißt, die mit der Kategorie Geschlecht verbundenen Hierarchisierungen sollten aufgehoben werden. Und dafür war es zu wenig, auf der rechtlichen Ebene die Gleichberechtigung einzuführen. Und das haben die Sozialdemokratinnen, die in die Männerpartei Sozialdemokratie eingetreten sind, sehr bald gemerkt, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Wozu müsste man überhaupt noch über Frauenfragen reden, war die Frage, wozu eine Frauenzeitung? Geschlecht als Strukturkategorie hat weitergewirkt. Selbstverständlich gab es weiterhin diese Machtverhältnisse, die an den Geschlechterdifferenzen festgemacht worden sind. Auch das Feld des Politischen, wie wir es am Beispiel der christlich-sozialen Frauen gehört haben, wurde weiterhin als männliches gedacht. Die Männer, auch wenn sie weniger waren beim Wählen, sie waren die Norm. Die Frauen, die eigentlich die Mehrheit der Wählenden ausgemacht haben, sie waren die Abweichung, sie waren das Besondere. Wir kommen zum zweiten Punkt. Die Angstträume der Frauenfeinde spiegeln die Wunschträume der Utopisten. Ein Zitat, über das man das lange nachsinnen kann. Dieses zweite Fenster mit diesem Zitat möchte ich irgendwie verwenden, um Ihren Blick auf die Reaktionen von Männern und von Männlichkeiten angesichts der Abschaffung dieser Ausschlusskategorie Geschlecht im politischen Feld zu lenken. Und dabei ist eine Konjunktur zu beobachten. Bereits 1919 hat die Sozialdemokratin Therese Schlesinger festgestellt, ein Zitat, sehen wir doch, dass es etlichen Kollegen wirklich schwerfällt zu begreifen, dass Frauen wirklich gleichberechtigt und gleichbefähigt sind. Sie meinte, man müsse sich gedulden, eine Änderung der Mentalitäten bräuchte halt Zeit. Aber sie hat auch festgestellt, dass angesichts der revolutionären Hochkonjunktur, die es ja in den Jahren 1918-19 mit Massendemonstrationen, Plünderungen etc. dem Rätegedanken gegeben hat, auch die Figur der sogenannten November-Feministen zu beobachten wären. Bürgerliche Männer haben sich in diesem revolutionären November 1918 plötzlich als glühende Anhänger der Frauengleichberechtigung entpuppt, um mit dem Zug der Zeit, dem Mainstream, dahin zu schwimmen. Ich habe schon die Reform des Familienrechts zuerst erwähnt, wofür liberale und sozialdemokratische Frauenvereinigungen schon seit Ende des 19. Jahrhunderts gekämpft haben oder für die Fristenlösung oder die gleiche Bezahlung von Lehrerinnen und Lehrern zum Beispiel. 1928, anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Republik, hat dann die sozialdemokratische Abgeordnete Gabriele Proft im Parlament eine geschlechtsspezifische Budgetrede gehalten, wo sie all diese nicht eingelösten Kleiden, wo sie diese ganze nicht in der Praxis eingelöste Gleichheit, diesen Anspruch aufgezählt hat. Und sie hat festgestellt, dass der 52-prozentige Anteil der weiblichen Bevölkerung genauso Steuern zahlen würde, und das waren nicht nur Steuern, die man aufgrund seine Entlohnung zahlt, sondern es waren Steuern, die irgendwie auch in Lebensmitteln etc. drinnen vorhanden sind. Also der 52-prozentige Anteil der weiblichen Bevölkerung würde genauso Steuern zahlen wie die 48% Männer, aber eben allerdings nicht gleich behandelt. Trotzdem hat die geänderte Stellung der Frauen und damit auch verbundene größere Handlungsspielräume, vor allem in den Städten, aber nicht nur in Wien, wie ich aufgrund meiner Forschungen zu Linz weiß, einen speziellen, spezifischen Widerstand hervor,
gebracht. Und zwar eben einen, den, wie ich so ganz am Anfang schon erwähnt habe, der sich auf die Definition als Geschlechtswesen Mann gestützt hat, eben wie dieser Bund für Männerrechte. Sie haben Ihren Verein als, Zitat, Stelle zur Wahrung der Interessen des Mannes genannt und gegen die auf die Spitze getriebene Frauenemanzipation. Ihre Gründung war eine Reaktion darauf, und so haben Sie das formuliert, auf die scharfkantige Aufwertung der Frau. Der konkrete Anlass war, und so haben Sie das genannt, nämlich der konkrete Anlass war, feministische Gesetze, die sich für Mutterschutz, für Schwangerschaftsurlaub, für Kinderbetreuungseinrichtungen sowie eben für Alimentationszahlungen für uneheliche Männer eingesetzt haben. Und dieser Bund für Männerrechte ist von Vertretern aller Parteien, verschiedenster Parteien, unterstützt worden. Verbinden wir nun diesen Strang, diesen Diskursstrang, würde man sagen, über die feministischen Gesetze mit den realen Machtverhältnissen im Nationalrat oder in den Landtagen oder auch in den Gemeinderäten, scheint man vor einem Rätsel zu stehen. Seit 1923 ist die Zahl der weiblichen Abgeordneten im Nationalrat wieder gesunken und die meisten Gesetzesinitiativen in Richtung Geschlechtergerechtigkeit sind nicht einmal auf die Tagesordnung gekommen. Die zuerst schon erwähnte Lex Rudolf-Zeineck von 1925 über die Unterhaltspflicht für ledige Kinder, die diese Initialzündung zur Gründung des Bundes für Männerrechte gebildet hat, hat auch etliche Ausweichmöglichkeiten beinhaltet. Es galt vor allem für Bauernsöhne, die angeben konnten, kein Einkommen zu haben und deswegen keine Alimente zahlen zu müssen. Diese spaltende Rede vom Interesse der Männer und vom Interesse der Frauen hat alle im Nationalrat der Ersten Republik verhandelten Themen eigentlich durchzogen. Und hier ist eine weitere Spaltung in Männern und Frauen festzustellen. Nämlich das Interesse der Männer ist als gesunde Anschauung, das war die Alltagsmeinung definiert worden und hat gleichzeitig das Interesse der Männer als Statement für Antimoderne gegolten. Diese ganzen Forderungen, die Themen, die im sogenannten Namen der Frauen geäußert worden sind, waren als Synonym für die neue Zeit und die damit verbundene Modernisierung. Und möchte ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt geben aus 1931 im Nationalrat, damit Sie eine Vorstellung bekommen, wie damals diskutiert und gesprochen worden ist. Die 59-jährige Sozialdemokratin, so alt wie ich jetzt bin, also die 59-jährige Sozialdemokratin und führende Gewerkschafterin Anna Boschek betritt das Redepult. Sie fordert 6 Wochen Kündigungs- und 6 Wochen Mutterschutz vor und nach der Geburt sowie eine strengere Handhabung des Unterhaltsgesetzes, dieser Lex Rudolf-Zeineck, und die Schaffung von öffentlichen Kindergärten im gesamten Bundesgebiet. Am Beispiel von Landarbeiterinnen, die am untersten Ende der sozialrechtlichen Pyramide angesiedelt waren, heute ist es nicht anders, erläutert sie die Notwendigkeit ihrer Forderungen. Ich zitiere: Von Bauernsöhnen schwanger werden sie, also die Landarbeiterinnen, nicht nur von den Bauernsöhnen sitzen gelassen, sondern würden auch ihre Stellung verlieren. Alimente bekämen sie kaum, denn in Familienbetrieben arbeitenden Söhnen fällt es nicht schwer nachzuweisen, dass sie kein Einkommen hatten, um von den Alimentationszahlungen befreit zu werden. Anna Boschek hat im Namen der Frauen gesprochen, von wir gesprochen etc. Und große Arbeitslosigkeit zeigt die traurige Erscheinung, dass alles gegen die Frauen eingestellt ist, meinte Boschek. Daraufhin hat sich der Abgeordnete Max Werner des Heimatblocks, eine deutsch-national-bäuerliche Verbindung, zu Wort gemeldet. Er war ein Kaufmann aus Kitzbühel. Ich zitiere: Ich weiß nicht, ich bin noch zu wenig lange hier im Hause. Ich war zuerst in Versuchung, die Forderungen der Frau Boschek nicht ernst zu nehmen, weil sie sich so sehr
mit den gesunden Anschauungen, wie ich zuerst gesagt habe, gesunde Anschauungen überworfen hat. Nun bin ich zwar keine Frau, sagt Max Werner, das stenografische Protokoll vermerkt Heiterkeit links, aber ich bin Familienvater und ich weiß, dass unsere Frauen immer sagen, dass gerade Schwangere ihre gewöhnlichen Arbeiten bis zuletzt machen sollen. Nun wurde aber auch etwas gesagt, was ich möchte sagen, ich zitiere immer noch Max Werner, beinahe für alle Männer beleidigend ist, insbesondere für die Bauernburschen, die da angegriffen wurden. Wenn ich auch kein Bauer bin, so möchte ich doch diesen Angriff zurückweisen. Bauern, Burschen schwängern die landwirtschaftlichen Arbeiterinnen und ließen sie dann stehen. Ich bin der Überzeugung, dass es noch mehr Männer gibt, nicht nur Bauernburschen, die das tun. Große Heiterkeit wird im Protokoll vermerkt. Borschek hat sich aufgeregt, dass der Bund Kindergärten schaffen soll. Das machen bei uns in deutschen Landen die Frauen. Sie bleiben daheim und erziehen die Kinder. Natürlich, wenn die Frauen keine Zeit haben, wenn sie sich auf die Politik zurückziehen, dann glaube ich, dass sie sich den Kindern nicht widmen können. Das möchte ich doch nun wieder im Interesse der Männer, und ich bin kein Männerrechtler, wieder große Heiterkeit im Parlament, zurückweisen. Denn bei uns in deutschen Landen, und Österreich gehört doch noch dazu, ist es Sitte, dass der Mann die Frau erhält. Wenn es bei Rassefremden anders ist, Gott sei Dank, bei uns im heiligen Land Tirol ist es noch so. Zitat Ende. Max Werners Statement zeigt die Gleichsetzung von den gesunden Anschauungen mit der Antimoderne und Geschlecht. Denn modern sein oder die Moderne im Feld der Geschlechterverhältnisse meint, dass privat verrichtete Reproduktionsarbeiten, wie Kindererziehung zum Beispiel, eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit ist und auch von der gesamten Gesellschaft, vom Staat zu übernehmen ist. Diese Dichotomisierung, also wieder diese Spaltung von Mann ist gleich Antimoderne und Frau steht für Moderne, ist aber weiter zu differenzieren. Denn es gab natürlich auch die Kämpferinnen für die Antimoderne und die Kämpfer für die neue Zeit. Oder sollen Männer auch Hausarbeit verrichten, lautete eine Kolumne in der sozialdemokratischen Zeitschrift Die Unzufriedene, wozu auch ein Aufsatzwettbewerb ausgerichtet wurde. Und diese Ambivalenzen schlugen sich, also diese Ambivalenzen auch im Privaten und die verschiedenen Rollen von Männern und Frauen, schlugen sich auch in der zeitgenössischen Literatur wider. 1930 erschien der Roman von David Vogel, Eine Ehe in Wien. Der Protagonist heißt Rudolf Gortweil, ist jüdischer Herkunft und Schriftsteller. Er ist verheiratet mit Thea, er ist arbeitslos und erledigt gerade die Hausarbeit, als ihn seine alte Freundin Lotte besucht. Zitat. Und all das machst du, sagte Lotte mit spöttischem Unterton und machte eine Kopfbewegung Richtung Wäsche. Ja, warum nicht? Ich dachte, sowas wäre eher Frauen- als Männerarbeit, meint Lotte. Vorurteile, witzelte Gortweil gezwungen. Heutzutage sind die Bereiche nicht mehr so klar abgesteckt. 1930 in Wien. Gortweil verkörpert den schwachen, weichen, naiven Teil der Ehe, seine Frau Thea, Nicht-Jüdin, auch ganz wichtig in der Analyse, erfolgreich im Berufsleben, den eigentlich männlichen Kontrapunkt. Gleichzeitig sind aber vor allem auch die Irritationen festzustellen, die allein die Tatsache betroffen haben, dass Frauen nun einfach Politikerinnen waren. Und das ist auch ganz wichtig und passt wirklich wie die Faust aufs Auge der jetzt MeToo-Bewegung und der ganzen Diskussion rundherum. Also dass Frauen Politikerinnen waren, in der Öffentlichkeit standen, ihre politische Performance wurde genau beobachtet und Denunziationen trafen auch sie als Personen. Die christlich-soziale Olga Rudel-Zeineck, Sie können sich erinnern an das Gesetz für die
für den Unterhaltsanspruch. Also die christlich-soziale Olga Rudolzeinig wurde zum Beispiel bei ihren Reden mit Zwischenrufen und dem Stereotyp der dummen, unbedarften katholischen Frau konfrontiert. Oder die Sozialdemokratin Emmy Freundlich musste sich im Finanzausschuss des Parlaments anhören, dass Bubikopf und kurze Kleider, was sie selber betroffen hat, der weiblichen Eigenart widersprechen würden. Womit ich zum dritten und letzten Fenster komme, nämlich die Konstruktion der sogenannten neuen Frau. Wie am Beispiel jetzt von der Emmy Freundlich, die im Finanzausschuss mit ihrem Aussehen konfrontiert worden ist. Also diese Konstruktion der neuen Frau war verbunden mit Bubikopf und kurzen Kleidern und dem Aufbrechen einer als alt bezeichneten Sexualmoral. Nämlich genau mit dem Phantasma der selbstbestimmten freien Liebe und Partnerwahl. Diese Selbstbestimmung in freier Liebe und Partnerwahl würde nun möglich werden, weil Frauen erwerbstätig waren und von daher unabhängig vom Ehemann. Maßgeblich für diese Konzeptionen von der sogenannten Befreiung der Frau, wie sie im kommunistischen, im sozialistischen und auch im feministischen Milieu diskutiert worden sind. Neben Namen wie Alexandra Kollontai, die erste Frauenministerin der Welt in der jungen Sowjetrepublik, war hierbei vor allem die Schrift der jungen Wienerin Elfriede Friedländer-Eisler, die Sexualethik des Kommunismus, wichtig. Die Broschüre wurde 1920 publiziert. Darin hat Friedländer-Eisler gefordert, dass mit dem gesellschaftlichen Umsturz, also mit der österreichischen Revolution, unbedingt auch ein seelischer Umsturz einhergehen müsste. Und mit diesem seelischen Umsturz hat sie gemeint, dass auch eine Revolutionierung des Sexuallebens und der Geschlechterbeziehungen stattfinden müsse, nämlich in Richtung Partnerschaftlichkeit. Sexualpolitische Vorstellungen haben einen zentralen Teil dieses Vorstellungsbündels rund um die neue Frau gebildet und sie waren eine geeignete Projektionsfläche für viele, viele Fantasien, vor allem von Gegner und Gegnerinnen von Modernisierung. Was hat Friedländer-Eisler nun in ihrer Sexualethik des Kommunismus, was ja so irrsinnig klingt, gefordert? Die Freigabe des Schwangerschaftsbruches, die Errichtung öffentlicher Kindererziehungseinrichtungen, aber auch das Recht der Frau auf ein erfülltes Sexualleben. Geschlechtsverkehr sollte auch Frauenlust bereiten, nicht nur den Männern, meinte sie, und nicht auf das Zeugen von Kindern beschränkt sein. Damit verbunden war auch eine öffentliche Verhandlung darüber, dass die Begrifflichkeiten von Kommunismus und Sozialismus mit der sexuellen Verfügbarkeit von Frauen gleichgesetzt worden sind. Sozialisierung war ein wichtiges Schlagwort, also Enteignung war nicht nur auf Fabriken und Grund und Boden fixiert, sondern Sozialisierung wurde auch übertragen auf die Ehefrau, auf die Vergesellschaftung der Ehefrau als männlichen Besitz. Die zeitgenössischen Zeitungen sind voll mit solchen Karikaturen und Witzen. All diese Zuschreibungen von der sogenannten neuen Frau als Massenphänomen sind von der Forschung in den letzten Jahren als Konstruktionen dechiffriert worden. Und ganz wichtig wird das auf der Ebene der Frauenerwerbstätigkeit. Bereits im Ersten Weltkrieg wurde im Rahmen der Überlegungen, wie kommen wir jetzt von unserer Kriegswirtschaft wieder hin zum Frieden, die Kommission für Frauenarbeit gegründet. Und diese Kommission für Frauenarbeit war von 12 Vertreterinnen der verschiedensten Frauenvereine besetzt, katholische, liberale, großdeutsche, für die Gewerkschaften 3 Sozialdemokratinnen. Und auf der ersten Sitzung, die es gegeben hat im April 1918, wurde über den Abbau der weiblichen Arbeitskräfte verhandelt. Das Ziel war, den heimkehrenden Soldaten Arbeitsplätze anbieten zu können.
als Strategie, wie dieser Abbau der weiblichen Arbeitskräfte funktionieren sollte, war die Einführung des Arbeiterinnenschutzes. Nachtarbeitsverbot, 10-Stunden-Arbeitstag, all das schließt Frauen von der für die Produktion notwendigen Schichtbetrieb aus. Und kein Kommissionsmitglied, weder die liberalen Frauen noch die Sozialdemokratinnen haben das in Frage gestellt. Das heißt, das Modell des männlichen Familienerhalters, wie er idealtypisch in diesem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch von 1811 festgelegt worden sind, war das Ziel, worauf hingearbeitet worden ist. Ja, dieser Resonanzboden des männlichen Familienerhalters ist in alle folgenden Gesetzeswerke, sozialpolitische Maßnahmen eingeflossen und haben oft sehr unsichtbar weitergewirkt. Und das ist auch ein Beispiel für das Weiterwirken der Kategorie Geschlecht, auch im politischen Raum, obwohl Geschlecht als Ausschlusskategorie abgeschafft worden wäre. Als in der Legislaturperiode ab 1927 nur 6 Sozialdemokratinnen im Nationalrat gesessen sind, hat sich aber bei den katholischen und den deutschnationalen Frauen Widerstand geregt. Und das zeigt, dass sie das Agieren am politischen Parkett gelernt haben, auch wenn ihnen innerparteilich das Politikerinnensein, das Politischsein immer wieder abgesprochen worden ist. Vor den Nationalratswahlen 1930 formulierten die katholischen Frauen, dass sie ihre rund 190.000 Mitglieder nur dann für den Wahlkampf mobilisieren würden, wenn eine Frau an sicherer Stelle kandidiert würde. Und trotz massiver Stimmenverluste der Christlich-Sozialen zog dann Emma Kapral in den Nationalrat ein. Die deutschnationalen Frauen drohten ihrer Partei mit der Unterstützung der 1929 gegründeten Frauenpartei. Auch diese Forderung erfüllte ihren Zweck. Maria Schneider, später eine führende Nationalsozialistin, wurde kandidiert und gewählt. So wurden diese Protagonistinnen der Antimoderne Teil des Kollektivsubjekts der neuen Frau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Dieser kurze Streifzug mit Fokus auf die Geschlechterverhältnisse der jungen Republik zeigt, dass die Geschlechterverhältnisse ganz schön in Bewegung gekommen sind. Sie erinnern sich an, sollen Männer auch Hausarbeit erledigen und so weiter. Dies brachte eine auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig eine Verstärkung von Männlichkeitsdefinitionen hervor, Sie erinnern sich an den Bund für Männerrechte, aber auch eine Selbstermächtigung von Frauen. Das heißt, es handelt sich um Ambivalenzen, also um Nicht-Eindeutigkeiten rund um die Kategorie Geschlecht, die die Kultur der bürgerlichen Moderne bis heute prägen, auch wenn in ganz anderen Kontexten. Wichtig scheint es mir aber abschließend auch nochmal Sie darauf hinzuweisen, auf den Bruch und auf die Zäsur, die die österreichische Diktatur oder man kann auch christlicher Ständestaat oder Austrofaschismus dazu sagen und die Herrschaft des Nationalsozialismus für die Errichtung einer geschlechtergerechten Gesellschaft bedeutet haben. Erst im Kontext der neuen Frauenbewegung in den 1970er Jahren wurden die Themen, die wir heute kurz gestreift haben, auch die Themen der Frauenbewegung der 1920er Jahre wieder öffentlich verhandelt. Von der Reform des Familienrechts bis zur Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruches oder die Aufteilung der sogenannten Hausarbeit bis hin zur Gewalt gegen Frauen. Danke für die Aufmerksamkeit.